Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Bei uns im Ort, der Bäcker, der hatte schon mal 20 Bienenstiche. Was sagst du dazu? Oh mein Gott, ey. Schlimm, ja, harte Sache. Warum? Ein Stich tut ja schon weh und wenn man dann 20 Stiche hat. Was glaubt ihr, wie kam der Bäcker zu diesen Bienenstichen? Weil das sind ja so Süßzeug und so in seiner Bäckerei, die kommen die ganze Zeit, dann wollte er sie wegschlagen oder so, hat er sie aggressiv gemacht. Und wie kann sich der Bäcker schützen in Zukunft vor so einem Bienenstich? Auch mit diesem Spray. Oder er isst ihn einfach? Er soll die Biene essen. Nee, den Bienenstich. Ein Bienenstich ist auch ein Kuchen. Ach so. Oh Mann. Was eine Verarschung. Der Tierschutzbund möchte sich einsetzen für die Planierrauben. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut? Ja, ist doch gut. Ja, ich finde es auch gut, weil es gibt doch Tiere, die gibt es sehr selten. Was magst du weniger, so Planierraupen oder so Katzen? Planierraupen. Warum die? Ich weiß nicht, die sind so eklig. Was haltet ihr von so einem Ohrwurm? Boah, die hasse ich schon. Ich hasse die auch. Warum hasst ihr die? Ja, ich weiß nicht, also seit ich klein bin, habe ich so einen Tick, wenn ich die sehe, also dann ekle ich mich erstens und hau auf. Auch vor so einem Ohrwurm, wenn der mal da kommt? Ja, meine ich ja, diese Ohren. Also Fliegen kein Problem, aber Ohren schon. Fliegen sind okay, aber ja. Ohrwürmer gehen gar nicht. Ja. Nein, nein. Wenn jemand verliebt ist, was hat er dann? Keine Ahnung. Er hat dann ein paar ganz bestimmte Tiere in einem Körperteil. Hummeln im Arsch? Der FFH-Dummfrager. Jeden Dienstag in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.